Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth. Nachdem wir in der letzten Folge ja die Challenge Cursed geschafft haben, machen wir jetzt die 12. Challenge, nämlich When Life Gives You Lemons. La 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 la. Wenn das Leben dir Limonen gibt. So, was haben wir denn hier Schönes? Wir haben einmal die Zitrone oben links. Ja, die macht, dass wir so hinpinkeln und das macht wohl Schaden zu Gegnern. Dann haben wir noch die 9-Volt-Batterie, die macht, dass das Item nur ein weniger braucht zum Aufladen. Das heißt, wir brauchen nur einen Raum, damit es auflädt. Dann haben wir noch The Habit, unser schönes Gewand. Unsere Ordenstracht der Limonengänger. Und das macht auch, dass das Dämon, dass das Space-Item um ein aufgeladen wird, wenn wir getroffen werden. Und dann haben wir unten noch die Limon-Party. Was das macht, habe ich leider schon wieder vergessen. Aber macht ja nichts. Challenge ist wieder vorbei, wenn man Mom besiegt hat. Und wir haben sogar eine Bombe, sehe ich gerade. Okay, sehr interessant. Damit können wir auf jeden Fall irgendwas machen. Und wir kriegen als allerersten Gegner schon mal Sloth. Dann können wir gleich mal unsere... Yeah! Das macht ja sogar ziemlich viel Schaden. Was macht das? Oh, ich habe das nie eingesetzt. Obwohl ich das schon hatte. Was bist du? Yeah! Wie cool ist das denn? Ah, mit den Dings kommt man da rein. Au. Geist, bitte geh weg. Wir kriegen auf jeden Fall eine gute Spritze. Dankeschön. Speed und Shot Speed up. Und juhu. Das ist so witzig. Ich mag diesen Raum. Ich mag ihn mehr als alles andere. Und anscheinend brauchen wir nur einen einzigen Raum, damit unser Space Item wieder voll ist. Können wir das also jedes Mal einsetzen? Ach, guck mal, wenn wir das einsetzen. Ach ja, ja, ja. Gut, wir setzen es ein. Unser Space-Item und dann ist das gleich wieder vollgeladen. Dank der 9-Volt-Batterie. Das ist schön. Okay, ein Raum, wo einfach gar nichts drin ist. Ist auch sehr schön, muss ich schon sagen. Das heißt, wir können das in jedem Raum einsetzen. Ja, nice one. Und was wir bekommen, ist eine Karte. Eine Karte. Nämlich die Karte... Wie heißt sie? Wie ist denn die Karte? Die Karte gegen die Menschlichkeit. Ja. The Card Against Humanity. Habe ich mal frei übersetzt so. Und die füllt wohl den ganzen Raum mit Scheiße. Ja. Apropos Scheiße, wir kriegen Dingle als Boss. Sehr schön. Hallo Dingle. Wir machen ziemlich viel Schaden mit dem Kack. Oh. Krass. Und wir kriegen ein Damage Up, genau. Ein Range Up. Nice. Wir könnten nach einem Geheimraum suchen. Ich bin mir ziemlich sicher, wo er ist. Und... Ja, das füllt den ganzen Raum mit Scheiße. Was auch immer das bringen soll, ich will's haben. Dafür lohnt es sich auf jeden Fall zu kämpfen. Und vielleicht sogar zu sterben. Man weiß es nicht. Ah, mit der Karte hat wahrscheinlich auch ein Abonnent meinen Namen in Scheiße geschrieben. Ah, jetzt ergibt alles einen Sinn. Ich glaube schon. Stelle ich mir aber ganz gut vor, dass die Karte mit dem... mit dem Scheißhaufen Trinket. Da oben ist noch ein blauer Stein, den hätte ich gar nicht gesehen, lol. Hallo. Ach, damit hat er das wahrscheinlich gemacht. Kann ich mal ein Bild einfügen, wenn ich das nicht vergesse? War sehr lustig. Fand ich toll. Das fand ich ganz toll, dir hier. Und wir spielen anscheinend den normalen Isaac, genau. Den normalen Isaac. Also nicht wie im letzten Run mit Maggie. Und bisher ist das recht einfach. Und wir haben sogar schon Damage abbekommen und die Spinne ist einfach ins Feuer gelaufen. Okay, kleine Spinne, lauf einfach ins Feuer. Hab ich überhaupt nichts gegen. Kannst du gerne öfters machen. Hier, blödes Fleisch. Wir tränken dich in Limonsäure. Damit du länger haltbar bist. So. Und ich wurde gefragt, ob ich mit Absicht im Hard-Modus spiele. Und ja, tue ich. Ich weiß zwar nicht, ob das jetzt hier in den Challenges auch so ist, aber trotzdem. Ja, tue ich allgemein. Die finde ich nämlich nicht so hart, den Hard-Modus. Der ist eher normal. Also nicht viel härter als... Ja. Ich weiß nicht, ich fühle da keinen Unterschied. Von daher, warum nicht im Hard spielen? Und im Hard-Modus kriegt man auch andere Sachen, habe ich gelesen. Als wenn man in Normal spielt. Man kann also andere Items kriegen.
Und das ist doch toll. Aber man kann nicht weniger Items kriegen. So, Liberty Cap. Ach, wir hatten gar kein Trinket, okay. Stirb! Stirb an unser Pipi, an unserer Limonsäure. Jojo, wir können einfach zum Boss gehen. Monstro, hi. Was? Seit wann macht der denn noch andere Gegner? Komm, setzen wir mal unsere Limon-Party ein, wenn wir nachher genug rankommen. Yay, Lemon-Party! Ui, Party, Party, Party hart! Oh, schon vorbei. Monstro musste leider die Party verlassen. Schade, schade, aber auch noch ein Damage. Oh. Wir kriegen ganz schön viele Damage-Ups. Und den Brimston-Baby. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Das Brimston-Baby ist toll. Ich mag das Brimston-Baby. Was können wir denn sonst noch hier machen? Wir hätten genug Geld für den Shop. Nein, haben wir nicht. Aber PHG ist eh nicht so toll. Dann kaufen wir uns einfach die Pille und das Herz. Die Pille gibt uns nochmal Range-Up. Sehr schön. Und wir könnten nach einem Geheimraum gucken. Pow! Schade, jetzt brauchen wir wahrscheinlich unser... Oh, sind wir schnell. Achso, wegen der Liberty Cap, natürlich. Jetzt habe ich vergessen, was ich ihm sagen wollte. Egal. Egal. Nochmal 3 Geld. War da ein Automat? Im Shop? Dann würde ich nämlich gerne noch was spenden wollen. Nein, okay. Okay, kein Automat, aber eine Bombe. Wir haben gerade 0 Bomben. Das heißt, wir nehmen die Bombe einfach mal mit. Jo. Jo, das machen wir. Das machen wir. Und dann gehen wir in die nächste Ebene. Die Challenges sind irgendwie nicht so ganz schwer. Irgendwie sind die auch ziemlich schnell vorbei immer. Finde ich recht merkwürdig, aber gut. Ja, wir brauchen unser Space-Item irgendwie gar nicht mehr. Weil wir jetzt den Brimston haben und alles Mögliche. So, Bomben haben wir auch wieder ein paar. Das ist doch alles schön. Ja, Dingel. Nee, nicht Dingel, aber Brownies. Komm her, hier, dadurch. Komm schon. Yay. Ja. Pui. Den habe ich übrigens auch geschenkt bekommen. Ich habe ein Brownie. Emoticon geschenkt bekommen bei Steam. Der ist richtig süß. Ich liebe den. Auch danke dafür nochmal. War der richtig geil. Ich finde den immer noch geil. Vor allem, dass es einfach so ein Emoticon gibt. Na gut. Hallo. Oh nein, ihr seid blöd. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Bitte verschwindet. Danke. By the way, war das Video von gestern ja in 60 FPS, aber das war nur zum Testen. Das wird wahrscheinlich nicht so häufig passieren, ist ja denn, ich habe viel Zeit, aber irgendwie dauert das richtig lang, in 60 FPS zu rendern. Von daher, es dauert einfach doppelt so lang. Doppelt so lang und so viel Zeit habe ich nicht, will ich nicht einsetzen dafür. Und deswegen war das einfach nochmal special. Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ihr das wirklich so doll gesehen habt. Im Gegensatz zu diesem Video. Das wahrscheinlich nicht. Vielleicht wird es doch in 60 FPS sein. Dann guckt mal ein altes Video nochmal an. Und sagt mir, ob ihr da einen großen Unterschied seht. Zu 60 FPS und 30 FPS. Oh. Oh, ich will das haben. Ich will, also gib mir das. So, was macht das? Hä? Was macht denn das Trinket? Master of Lockpicking. Keine Ahnung, nehmen wir es einfach mal mit. Und was haben wir hier? Noch eine Batterie. Eine gute Batterie, wie es scheint, weil es 15 kostet. Komm, wir sparen für die Batterie. Batterie, du wirst bald mir. Bald bist du mein. Noch eine Münze und bitte noch ein paar Münzen. Ich möchte nämlich die Batterie haben. Niemals. Komm schon, stirb. Ja, er war in der Lemon-Dings drin. Sehr schön. Jetzt noch diese Drill-Dinger töten. Ach, der war ja schnell tot. Das ist ein normaler Gegner. Zählt nicht als Boss? Ernsthaft? Okay. Oh, Joker. Nice. Nice one. Nice one, so eine Joker-Karte.
Okay, wo ist der Boss? Wahrscheinlich auf der anderen Seite. Jung. Hallo. Aber ich brauche Geld. Ich brauche noch 3 Münzen. Ich will diese blöde Batterie haben. Da ist der Boss. Aber sollten wir kein Geld mehr finden, dann wäre es echt schade. Und ich weiß immer noch nicht, was das Trinket bringt. Ich dachte, ich sehe es, wenn ich mal ein paar Gegner sehe, aber nö. Haha, oh, ihr wart ja alle schon tot. Ihr seid ja doof. Wir brauchen 2 weitere Münzen. Das heißt, wir müssen mal kurz den Geheimraum finden. Der hier sein könnte, glaube ich. Ja. 2 Schlüssel nur, okay. Oh, du Armer. Hattest 2 Schlüssel und hängst dich trotzdem auf. Was ist los mit dir? Schlüssel sind doch etwas Tolles. Na gut, gehen wir zum Boss. Vielleicht gibt er uns ja das Krönchen. Oh, sie fallen, okay. Ja. Ach, das trifft ihn natürlich nicht, weil er fliegen kann. Nein! Unsere Geheimwaffe bringt uns hier nichts. Oh, war ja. Okay, macht auch nichts. Wir kriegen das Gabi-Item. Gabi. Und gehen einfach mal in den Joker-Raum. Warum nicht? Könnten uns ein Fliegen-Item holen. Ein Fliegen-Item. Oder das. Was auch gut ist. Ich weiß zwar nicht, was es macht, aber es war gut. Fliegen ist natürlich auch sehr geil. Komm, wir kaufen uns Fliegen. Yay, wir können fliegen. Einfach nur aus dem Grund, weil ich das im alten Isaac niemals gekauft habe. Warum auch immer. Aber jetzt haben wir süße kleine Flügel, mit denen wir fliegen können. Wer hätte es gedacht? Und zudem sind wir schwarz. Yeah. Wir haben uns unseren Baby angepasst. Guck mal, jetzt können die uns nicht mehr treffen. Haha. Nee, die Arcade will ich nicht. Gut, das ist auch ein unnötiger Raum. Hier sollten wir nur ein halbes Leben verlieren. Oh, ich fühle mich gerade voll wie das Blue Baby, wenn ich ehrlich bin. Wir haben nur blaue Herzen. Und dieser Raum ist blöd, aber wir können fliegen, deswegen ist er doch nicht so blöd. Oh. Die haben ja voll den coolen Effekt, wenn sie kaputt gehen. Warte mal, schieß mal bitte hierher. Obwohl, da kann er wahrscheinlich gar nicht sein. Nee, dann lass es. Dann stirb einfach. Die können ihren Kopf verlieren. Seit wann das denn? Okay, das hätte ich auf jeden Fall viel besser einsetzen können. Egal. Ey, das ist mein Geld. Jetzt, ich kann das gleich einsetzen. Moment, 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 Moment. Spring, 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 spring doch jetzt. Ah, du Langeweile. Spring. Danke. Ja. Haha. Und Megamor noch. Hi. Alles gut bei dir heute? Wow. Bitte nicht abschießen. Das tut doch weh. Aber natürlich wurde ich beim letzten wieder getroffen. Machst du nix. Ist halt so. So, wir haben genug Bomben. Wir sprengen das einfach mal auf. Oh, jetzt sind wir schnell. Jetzt sind wir aber richtig schnell. To the moon. Hallo, was bist du denn? Shielded Tears. Lost Contact. Unsere Tränen haben jetzt einfach ein Schild. Was auch immer das bringt. Wir werden es bestimmt noch herausfinden. Oh, die machen wir ganz schnell weg. Sehr gut. Und da haben wir schon den Boss. Ich will noch nicht zum Boss. Nee, das geht mir zu schnell. Ich bin noch nicht bereit für den Boss. What? Bereit für den Boss. Okay, was bringen diese Geschi. Warte mal, was? Was machen diese geschildeten Dinger? Was bringt mir, dass das da ein Schild drum ist? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Meine Projektile sind vor anderen Projektilen geschützt. Nee, keine Ahnung. Keine Ahnung.
Aber ist bestimmt irgendwas ganz Tolles. Irgendwas macht das. Hi. Noch ein Schlüssel? Und was seid ihr? Achso, okay. Nein, mein schönes schwarzes Herz. Nee, das ist jetzt irgendwie schlecht. Jetzt haben wir nur noch 3 Herzen. Jetzt fühle ich mich erst recht so wie das Blue Baby. Gut, da hätten wir eine Blueprint von Bombe. Ja, nehmen wir mit. 1+1 Bombe. Cool. Das hat sich bestimmt gelohnt. Genug Schlüssel haben wir auf jeden Fall. Und dann haben wir auch genug Erfahrung gesammelt, um zum Boss zu gehen. Oh Gott, sind wir schnell. Hallo. Ja, ach, ihr fliegt auch, wa? Ja. Da hat man schon mal so eine Limone und dann können die ganzen Gegner einfach fliegen. Wir kriegen auf jeden Fall noch ein HP ab. Das ist schön. Das ist, glaube ich, schön. Und in den Scheißhaufen ist nix. Gut. Dann bye-bye-Ebene. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye-bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Yeah. Hi. Wieso machen wir nichts? Hm. Aber die machen bestimmt was, wenn man gegenläuft, oder? Ich will es ehrlich gesagt nicht ausprobieren. Und unser Fliegen hat uns was gebracht. Nämlich 2 Bomben. Sehr schön. Bei euch kann ich meine Lemons scheiß auch nicht einsetzen. Wie es aussieht, können die geschildeten Dinger... Nee. Ich dachte eben, die haben Projektile abgefangen, aber ist, glaube ich, doch nicht so. Habe ich mich wieder versehen. Oh, da können wir rein. Hallo. Gut, dass wir das Baby dabei haben. Sonst wäre das hier wieder nervig. Oh, nee. Mutti. Wo bist du? Mutti. Da, hi. Und da ist noch eine. Was ist denn, wenn ich von der getroffen werde? Zieht sie mich dann aus dem Raum raus? Und dann muss ich hier nichts mehr besiegen? Das wäre ja auch interessant. Nee. Geh mal weg. Ja, verglitsch dich in die Wand. Und gut. Fertig, fertig. Danke. Schwubbidi-dubbidi-dubbidi-dub. Okay, vor den Dingern habe ich Angst. Die machen mir irgendwie irgendwann Schaden. Ja, die schießen ja wirklich. Hilfe! Ah! Kann man die aussprengen? Lass mal ausprobieren. Oh, kann man tatsächlich. Aber da ist anscheinend nichts drin. Plau. Blöd, wie die alle fliegen können. Ich will doch nur meine Lemonenzeug einsetzen. Dann bin ich das wenigstens ein bisschen nutze, aber nein. Das Spiel gibt mir nur Gegner, die mir wehtun. Da, hier. Kommt alle her. Komm doch her. Oh, du bist eine Spinne, du magst Limone. Jeder mag Limone. Aha, ihr macht also mein Baby nach, ja? Es kann aber nur einen geben. Aua. Oh Mann, spiele ich gerade schlecht. Das ist hier unglaublich. Aber solange wir noch leben, ist alles okay. Hier, bitteschön. Oh. Ich spiele echt richtig schlecht gerade. Blaues Herz? Nein. Oh. Whipworm. Wush. Okay, sieht so aus, als wenn unsere Sachen jetzt schneller dadurch wären. Als wenn unser Shot-Speed-Up einfach schneller ist. Ja, kann man so sagen. Also die Geschwindigkeit unserer Projektile. So, bitte was Gutes. Speed-Up. Yay. Okay. Irgendwas fängt aber die Dinger ab. Die Projektile der Gegner. Sind das jetzt wirklich diese Schilddinger? Ich weiß es nicht. Ich erkenne da kein Muster. Oh, du bist rot. Du gibst uns doch bestimmt Herzen.
Immerhin ein rotes Herz. Bringt uns nur leider nicht so viel. Aber schön, dass wir jetzt so schnell sind. Warte, hier ist doch bestimmt der Geheimraum. Nicht? Okay. Ich hätte gern ein paar blaue Herzen im Spiel. Wäre echt richtig nice, wenn du mir welche geben könntest. Au, nee. Schwarze Herzen sind auch okay. Da hätten wir den Matchstick. Hier ist noch ein Shop. Mit dem Kompass drin. Kaufen wir das und hauen wieder ab. Boss, hi. Was? Adversary? The Adversary? Was bist du denn für einer? Aber der kann auch fliegen. Wieso können alle fliegen? Was macht der? Hilfe? 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 Okay, ich glaube aber, das kann uns nicht treffen, weil wir sowieso fliegen können. Der ist ja richtig cool. Was bist du für einer? Yo! Der kann einfach auch einen Bumsten. Au! Was kann der sonst noch? Der kann doch bestimmt noch mehr. Hilfe. Okay. Sieht aber witzig aus. Jetzt macht er bestimmt gleich wieder sein Brimson, ja. Oh mein Gott. Jo, Gegner kann er auch spawnen. Aber jetzt ist er wenigstens tot. Und wir kriegen ein... Regeneration unter Pier. Oh, danke. Kriegen wir hier einen Brimson? Dann hätten wir einen Doppel-Brimson. Dann das... Was ist das für ein Baby? Ghost Baby oder... Sieht aus wie ein Ghost Baby. Oder ist es ein Zombie Baby? Weiß man nicht. Weiß man nicht so genau. Sieht ein bisschen aus wie ein Creeper. Dann Gabby's Tail. Das macht das mehr Kistenspawn. Und den Brimstone. Dann hätten wir aber kein Leben. Das wäre alles blöd. Nein, wir brauchen unser Leben. Gucken aber nochmal kurz nach einem Geheimraum. Eventuell auch nach einem super Geheimraum. Okay, so. So, hier unten hatten wir schon geguckt, soweit ich weiß. Dann kann er da sein. Auch nicht. Oder hatten wir da geguckt und hier nicht? Oh. Egal, wir haben genug Bomben. Wir gucken da einfach auch nochmal. Gut. Dann wird er hier oben sein. Ja. Mit einem Schlüssel immerhin. Der will Schlüssel. Wir haben genug Schlüssel. Kann er haben. Ich habe sowieso noch nie von so einem Typen was bekommen. Aha. Hier, ich habe noch mehr. Was ist das? Mysterious Handy. Gut, das macht anscheinend, dass wir furzen. Da hätte ich aber lieber das hier gerne. Weil wir dann... Weil dann einige der Geschosse schneller fliegen. Ach Gott. Nein, ihr habt ihn kaputt gesprengt, ihr Bastarde. Mann. Gut. Gehen wir halt weiter. Übers Ziel hinausgeschossen. Ach, schon die letzte Ebene. Ja gut. Drei Leben, eventuell ein Eternal Life. Oh nein. Okay, keine drei Leben. Hilfe! Oh Mann, wie gerne hätte Spectral Tears in diesen Raum gehabt. Naja. Ja, aber irgendwie fangen die doch was ab. Diese geschildeten Dinger. Da, nimm die Bombe. Nimm sie. Nimm sie und lass mich in Frieden. Ach, warte, wir könnten, ja? Yeah. Du lässt nichts fallen, ehrlich? Doch. Noch ein. Hegeless N. Was macht das? Was hat das gemacht? Hegeless N? Hä? Okay, keine Ahnung. Wir haben es eingesetzt. Was haben wir hier? Full Health. Ja, super. Nee. Und eine Pretty Fly. Na, immerhin. Jo. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Leben. So viel steht fest. Blaue Leben. Oder schwarze Leben. Denn mit zwei Leben würden wir Mutter wohl nicht überleben.
ja, gut. Wir suchen noch mal kurz nach einem Arcade oder sonstigem. Könnt ihr den noch mal in die Luft sprengen. Kriegen leider nur Geld. Schade, schade. Das ist doch perfekt. Hier setzen wir einfach mal ein paar Bomben ein und sollten auf jeden Fall ein paar blaue Herzen bekommen. Eins haben wir zumindest bekommen. Oh, komm, bitte noch eins. Oh. Spiel mag uns nicht so besonders, okay. Okay, Spiel, das merke ich mir. Aber wie schön das einfach ist, dass man nicht auf den Boden gucken muss. Und drei... Hä? Herzen? Wieso haben wir ein Herz verloren? Verstehe ich nicht, egal. So, hier hätten wir auf jeden Fall noch einen Shop. Der will wieder Schlüssel haben. Wir haben sehr viele Schlüssel, die wir alle nicht mehr brauchen. Von daher kann er die gerne haben. Ich glaube, wir brauchen die nicht mehr. Außer vielleicht ein. Ah, egal. Egal. Jetzt haben wir keinen Schlüssel mehr und werden es gleich bereuen. Aber für die Arcade brauchen wir keinen Schlüssel. So. Du gibst uns jetzt bitte wenigstens noch ein einziges blaues Herz, dann wäre ich schon zufrieden. Ich will kein Geld. Oh mein Gott. Oh, du blöder Automat. Nicht mal einen Schlüssel hat er uns gegeben. Da hätten wir einen Schlüssel, dann könnten wir dem einen nochmal einen Schlüssel geben. Nochmal genau derselbe Raum. Okay. Nur ein bisschen. Ach nee, nicht mal erschwert. Genau derselbe Raum, einfach nochmal. Naja, gut. Aha. Aha, aha, aha. Ich hätte gern noch ein blaues Herz-Spiel. Irgendwie, irgendwann, irgendwo. Irgendwie, irgendwo, irgendwie, wann, wenn du. Das ist kein blaues Herz. Gib mir doch ein blaues Herz. Oh nein. Ein großer Geist. Au. Jo, was ist, geht bei dir? Was ist das für... Ja, genau! Oh nein. Wow, ich sterb. Ich bin jetzt einfach tot. Ist er tot? Er ist tot. Herz. Ah, danke. Was war das denn? Sowas Blödes. Und wegen sowas verkackt man dann once. So, toll. Nein, ich hätte meinen Schlüssel hier einsetzen sollen. Verdammt. So, wir halt den Geheimraum. Haben den Geheimraum gefunden. Hier ist nur Greed drin. Oh. Nimm das! Greed. Danke für den Steam Sale. Und wir haben einen Schlüssel bekommen. Okay, nice. Dann können wir doch nochmal in den Shop reingucken. Bitte ein Herz. Ja, immerhin. Immerhin etwas. Herz. Und das war auch irgendwas. Aber wir nehmen das hier mit. Denn den Schlüssel könnten wir ja noch dem kleinen Bettler geben, der hier drin war. Bitteschön. Und der gibt uns tatsächlich noch Bomben. Na gut. Der entspringt wirklich in die Luft, kriegen noch ein Herz dazu. Dann haben wir drei Herzen, quasi so wie wir auch durch die ganzen Räume hier spaziert sind. Etwas schade ist das schon, aber machst du nichts, gehen wir halt zu Mom. Könnten wir auf jeden Fall versuchen, sie ein bisschen... Ein blaues Herz! Ja! Im Notfall hätten wir eventuell noch ein Eternal Life. Aber ich glaube, wir sollten das an sich hier schon schaffen. Ja, doch. Wenn wir getroffen werden sollten, dann haben wir wieder unser Space-Item. Okay, ich habe gedacht, wir machen mehr Schaden. Hm.
Genau, Modi. Mach einfach deine eigenen Leute tot. Irgendwie macht sie ganz schön oft ihren Fuß gerade. Ach, und jetzt, wo ich es gesagt habe, macht sie es... Doch, okay. Okay. Hä, macht sie ihren Fuß nicht, wenn ich einfach nur blöd in der Mitte rumstehe? Doch. Doch, 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 doch. Yeah, yeah, hi, du. Und geschafft. Nice one. Kriegen hier wieder Soundfoto, Tiers und Shotspeed ab. Haben nicht mal ein einziges Leben verloren. Oh, aber wir sind richtig traurig. Oh. Man braucht 28 Minuten. Na gut. Ja, die Challenge war nicht wirklich schwer. War halt ein normaler Mom-Run, würde ich sagen. War nicht wirklich eine Challenge. Die hätte uns nur ein bisschen stärker gemacht, weil wir von Anfang an Mitra hatten und die 9-Volt-Batterie halt. Nicht Mitra, Habit. Habit hatten wir. Naja, machst du nichts. Machen wir noch einmal kurz unsere Melone. Na ja, und berühren ihn. Und kriegen die Karte gegen die Menschlichkeit. Gegen die Menschheit. Menschlichkeit? Menschlichkeit? Menschheit? Schön. Damit haben wir auch die 12. Challenge geschafft. Wir werden live Give the Lemons. Die nächste wird dann Beans sein. Bohnen. Aha, aha. Was wird da wohl sein? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Man kann es ahnen, aber man weiß es nicht. Ja, wie gesagt, wir werden erstmal hier die ganzen Challenges machen. Das sind ja jetzt nur noch 4, 6, 7 Stück. Und dann machen wir normale Ones. Weil man bei den Challenges halt immer coole Sachen freischaltet. Bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Ja, bis zum nächsten Mal und tschüss.